Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück an diesem Donnerstag. Polybridge mit Polybridge 2. Mit dem Workshop-Leveln. Wir starten mit für Krieger 05 von Caroline König. Wir haben einen Truck, eine Straße, ein Holz, eine Feder und 1500 Dollar. Okay. Er ist sehr schnell. Das Ziel ist hier drüben. Dadurch, dass er sehr schnell ist, könnte es sein, dass das hier mit einer einfachen Rampe gemeistert werden kann. Es wäre im Budget. Es würde mich wundern, wenn es so einfach wäre. Aber wir gucken uns das mal an. Wir gehen ein bisschen runter, wenn er wirklich so schnell ist. Ja, wenn wir das ein bisschen höher machen, dann sollte das gehen. Wir können auch ein bisschen Geld sparen. Wenn wir das hier komprimieren, geht es nach oben. Das sollte allerdings nicht zu weit nach oben schnellen. Das ist zu wenig. Wir müssen jetzt nur den richtigen Winkel rausfinden. Die richtige Einstellung. Damit das Ganze funktioniert. Und ich glaube, ich werde das erstmal ohne die Federung an sich machen. Einfach nur einen richtigen Winkel finden, damit er rüberkommt. Weil er einfach sehr schnell ist, sollte er dann auch bis hier drüben ans Ziel kommen. Hoffe ich. Eventuell. Im besten Falle. Wir müssen ihn halt nur rüberbekommen, gell? Das ist das einzige Problem, was ich noch habe. Das ist eindeutig zu flach. Oder nah dran. Eventuell können wir ihn leicht komprimieren, damit er ein bisschen nach oben geht. Ja, nein. Noch höher. Ich dachte ja ganz am Anfang, als ich das Level gestartet habe und gesehen habe, ich habe nur eins von allem, dass es irgendwie eine Federkanone sein muss. Oder sowas. Mithilfe ich dann eben das Ding rüber katapultiere, aber aufgrund der Geschwindigkeit, die ich habe. Entschuldigt bitte, da ist gerade großer Wagen bei mir durch die Straße gefahren, weil bei uns nebenan die Straße aufgerissen wird. Dementsprechend könnte es sein, dass es ein bisschen lauter ist. Es tut mir leid. Ich kann das leider nicht umgehen. Ich könnte natürlich zu einer anderen Uhrzeit aufnehmen, aber ich habe gerade Lust auf Polybridge. Und ja. Der sieht nicht so schlecht aus. Ja, wenn er jetzt noch mal ein bisschen weiter fällt. Also wir haben ihn schon mal drüben. Jetzt geht es darum, dass er wieder auf den Füßen landet. Weil ich glaube, dann sollte er mit der Geschwindigkeit hier oben das Ding erreichen. Weil bis hier hochfliegen lassen, wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Fahr, 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 fahr. Nein! Du sollst das Ding berühren. Kollege. Soll er ein bisschen schneller laufen? Vielleicht dreht er sich irgendwann. Nee, er macht nur seine Salti. Doch, er bekommt ihn. Irgendwann bekommt er ihn. Also, vielen Dank dafür, Caroline. Wir gucken mal auf die günstigsten Lösungen. Meine ist bei 12,75. Die günstige 84 Dollar. Einfach nur abgelegt. Mehr ist es nicht. Von Tone Man MGB. Immerhin, ich bin günstiger als die anderen beiden. Als Pufax, ich hab dich. Ha! Er macht allerdings sehr viel bessere Wiederholungen, als ich es machen würde. Und er kriegt es auch direkt hin. Bei mir war es einfach nur Glück. Und Caroline hat auch ein bisschen warten müssen. Nicht so lange wie ich. Also, vielen Dank, Caroline, für das Level. Wir machen natürlich hier eine Wiederholung und dann springen wir rein ins nächste Level. Das zweite Level. Krieger 05 von Skillerman. Wie immer die ID von beiden natürlich in der Videobeschreibung. 200.000, alle Materialien, allerdings nur 18 Hydrauliken. A fährt, hält, Hydraulik. A fährt, hält, Hydraulik. Hält, fährt, dreht um, Hydraulik, fährt. Dann muss er ins Ziel gehen. A5 sehe ich hier leider nicht.
Ich hoffe, dass A5 ein Dreher ist, der dahinter versteckt ist. Es sieht so aus. Ja, okay, der will drehen. Also es ist im Prinzip ein normaler Aufzug. Mit 18 Hydrauliken. Wir fangen hier erstmal klassisch an. Ich glaube, ich werde gleich auf eine etwas stabilere Stargeschichte gehen. Weil ich davon ausgehe, dass er mit einem normalen Holz nicht unbedingt halten kann. Weil der hat schon ein bisschen Gewicht. So. Gucken wir erstmal, ob das von sich aus hier hält. Und dann machen wir einen einfachen Aufzug. Ja, locker. Es hält easy. Welche Distanz haben wir hier? 18 Meter, das heißt, wir müssen auf 36 Meter hochbauen. Und 36 Meter heißt, das sind alle Hydrauliken, die ich brauche. Weil die genau 4 Meter pro Hydraulik sein können. Ich gehe natürlich jetzt hier dementsprechend die einfache Variante. Das heißt, ich mache einen simplen Aufzug. Ist vielleicht nicht so schön und nichts Kreatives, aber es wird funktionieren, sofern ich das Ganze festbekomme. Jetzt machen wir hier einen großen Bogen, halten es fest und dann lassen wir ihn einfach hoch und runter fahren. Wir haben keinen Hydraulik-Controller, also wird er sowieso durchziehen, wie er es möchte. Nein, gib mir mal das hier bitte. So, wir müssen das hier festhalten. Und wir machen hier nur auf 3,20 Meter, ist okay. Das Ganze wird 1:1 dann später rüber kopiert. Deswegen brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Wir brauchen hier noch einen Bogen, damit das Ganze eben gehalten werden kann. Dann machen wir auch eher kürzere Dinger hin. Ich hoffe, das haut hin. Dann wird das hier alles miteinander verbunden. Anschließend... Ja, du bist das Richtige. Anschließend das Ganze nach unten stabilisieren. Von hier, damit es eben einen Träger hat. Machen wir mal ohne... ohne die automatische Triangulierung. So, das alleine wird noch nicht halten, glaube ich. Aber wir lassen es einfach erstmal so und gucken mal, ob es hinhaut. Ansonsten machen wir hier noch eine Verbindung zwischen den beiden hin. Problem könnte sein, dass der sich bewegt. Okay. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Wichtig ist auch, hier muss natürlich später einrasten können. Wo bist du gerissen? Du bist da unten gerissen, also bist du doch noch zu schwer für diese Brücke. Gucken wir mal, ob es so geht. Das Problem ist das Wackeln. Oh, aber er ist schön eingerastet. Das sieht gut aus. Jetzt fährt er wieder zurück. Das Ganze wieder runter. Und perfekt. Fertig. Geht relativ einfach. Man kann es natürlich deutlich günstiger machen, das ist klar. Wir gucken mal, wie es die anderen gemacht haben. Ich bin mittlere. Pufax? Okay, die Runde geht an dich, Pufax. Hier oben, kleiner Bogen. Hierüber, damit es nicht zu sehr wackelt. Und hier nochmal eine zusätzliche Stabilisierung drin. Sehr schön. Dann haben wir Nifty UK. Ähnliches Prinzip wie ich, nur ein bisschen teurer, weil er hier noch eine Stahlverbindung hat. Und hier drüben noch. Bei ihm rastet das... Doch, es rastet ein. Er nimmt nicht die ganze Straße, sondern nur 4/5 davon. Oder 5/6. Er lässt eine Straße hier drin. Also, vielen Dank natürlich auch an dich. Wir werden hier ebenfalls eine Wiederholung timen. Und dann würde ich sagen, springen wir rein ins nächste Level. Das dritte Level heißt Gria 05. Ist von Dilmuzinta 6398. Auch hier natürlich wie immer ID in der Videobeschreibung. 5000, 2 Straßen, 10 Holz, 2 Stahl. Es sieht nach einem einfachen Sprung aus. Der ist sehr schnell. Also hier befürchte ich, brauchen wir auch gar nicht so viel. Ich werde dummerweise hier Stahl brauchen oder über einen Muskel gehen müssen. Ich denke, die Geschwindigkeit alleine sollte reichen, dass der hier schon
ins Ziel fliegt. Okay, tut's nicht. Wir verlängern das Ganze. Komm schon. Nope. Ich glaube, wir werden zwei Straßen brauchen. Ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Schön stabil bauen. Hälfte des Budgets fast weg. Ah. Oh. Jetzt haben wir es, oder? Noch ein bisschen verlängern und dann ist gut. Los geht's. Nee. Gut, wir werden noch ein bisschen länger gehen hier. Es geht nur darum, die richtige Länge der Straßen rauszufinden und den Winkel ein bisschen anzupassen. Mehr geht's ja eigentlich nicht. Das war schlechter. So, wir können hier noch ein bisschen mehr Straße reinmachen, indem wir das Holz anpassen. Da haben wir ihn doch. Und er landet wunderbar. Guckt euch die Landung an. Guckt euch bitte diese Landung an. Wunderschön, wie er da wieder auf den Füßen landet. Das ging schnell. Das heißt, wir haben Zeit für noch mehr Level. So, gucken allerdings hier auf die weiteren Budgetgeschichten. 2, 5, 28. Ich bin die günstigste Variante aktuell. Wir haben hier noch Dilmut Zinter 6308 himself. Hat hier mit Stahl gemacht. Statt mir doch auch eine schöne Landung. Sehr gut. Pufax. Mit der cineastischen Kameraführung. Das macht er sehr schön hier. Hat ein bisschen Glück. Er knallt da mit dem Gesäß auf. Aber er kommt ins Ziel und im Budget. Ohne Bruch. Und dann haben wir nochmal Dilmut Zinter. Mit einer zweiten Variante. Mit einem höheren Sprung. Aber auch einer schönen Landung. Also, vielen Dank auch an dich, Dilmut Zinter. Für das Level und wir gucken ins nächste. Wie es weitergeht, mal schauen. Das nächste Level. Kein Ankerpunkt und Hydraulik. 2 Sterne von Sebastian Gelbach. Für Krian nur 5, Pfand für Felix. Felix. Hey Krian und andere, hoffe das Level gefällt euch. Viel Spaß und Glück. Wir haben 9 Straßen, 90.840 Dollar. Den Ankerpunkt hier, um starten zu können, zu bauen. Er hat nur das Flugzeug dahin gesetzt, damit wir eben hieran nichts fertig machen können. B fährt, Hydraulik, D fährt. Okay. Anfang ist erstmal offensichtlich. Die Straße bauen für den ersten Wagen. Das Problem hieran wird natürlich sein, die Straße oder die Brücke hochzubekommen. So nicht. So schon eher. Alles andere sollte eigentlich einfach sein. Wir können sogar hier wirklich einen Bogen machen. Ich glaube, das würde reichen. Gucken wir mal, ob das hier dann stabil genug sein wird. Wichtig ist vor allen Dingen hier drüben. Brauchen wir Punkte, an denen das Ganze festhält. Ich weiß nicht, ob Holz das alleine schon reichen wird. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal, ob das hält. Nope. Das hält nicht. Was aber an der Stabilität der Brücke erstmal liegt. Das große Problem wird, wie gesagt, der Hydraulikteil sein. Wie bekomme ich dieses Teil hoch bewegt? So, machen wir hier mal einfach einen Stahlbogen drum. Hoffen wir mal, dass das dann stabil genug ist. Jawohl. Kommst du auch rüber? Ich denke schon. War kurz hohe Belastung, aber insgesamt ist das kein Problem. So, die restlichen knapp 70.000 Dollar gehen jetzt darauf, wie bekomme ich das Ding nach oben geschoben. Wie viele Meter sind das? 4 Meter. Das heißt, ich brauche, wenn ich normale Hydrauliken nutze, 4 Hydrauliken, um die 4 Meter auf beiden Seiten hochzubekommen. Es müsste sich definitiv hier lösen, wenn ich die gesamte Geschichte bewegen will.
Ein anderes Problem wird sein, weil ich von oben nicht stabilisieren kann. Ich kann von oben stabilisieren. Ich kann das einfach hochheben, indem ich mich hier links und rechts einen neuen Punkt setze. Ich glaube, das würde gehen. Gucken wir mal. Ist das hier komplett ausgefahren? Ja. Wenn wir das hier und hier anbringen würden... Moment. Hier und hier anbringen. Du bist eine 2. Du bist eine 1, das ist richtig. Und jetzt das hier einfach nur auf dem Boden abstütze. Sollte es gehen. Wir brauchen ein relativ gutes Fundament, um das Ganze hinzubekommen. Und dann bauen wir einen relativ einfachen Brückenteil, wie ich es auch vorhin schon gemacht habe. Die Frage wird hier nur sein, hält denn mein Gebilde stand? Oder bewegt sich das hier irgendeine Art und Weise? Wenn es sich bewegt, könnte es zu einem Problem kommen. Wenn das hier allerdings jetzt still stehen bleibt, ist das hier relativ einfach gelöst. Du bist eine 2. Du bist 1-1. Wir machen es sogar mal andersrum. Ich mache hier überall dieselben draus, dann ist es mit dem Kopieren einfacher. Wenn sich das hier nicht bewegt, dann sollte es klappen. Es bewegt sich ein wenig nach innen, aber wir gucken mal. Wenn er hoch genug zieht... Oh, wow, 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 wow. Okay. So nicht. Da müssen wir Folgendes machen. Wir müssen hier noch ein Zwischenteil bauen, das das Ganze auseinanderdrückt. Bekomme ich das mit Stahl finanziert? Ich denke schon. Also wir machen jetzt hier zwischen eine Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Träger, damit es nicht nach innen klappen kann, sondern stehen bleiben, dann sollte es gehen. Sollte. Betonung ist hier auf sollte, dem Konjunktiv. Was mir direkt auffällt, der Bogen ist viel zu hoch. Wir können das Ganze flacher machen. Etwas die Maximallänge kürzen. Und ich mal ganz kurz hier nach unten machen. So. Dann machen wir das hier noch schnell fest. Kopieren das hier rein. Das sollte schon reichen. Ah. Nee, das ist keine Verbindung. Weswegen bist du jetzt zusammengestürzt? Das war vorher nicht der Fall. Wieso stürzt du jetzt ein? Hier irgendwelche Bewegungsfreiheit weggenommen, die du vorher mal hattest. Knapp im Budget. Du hältst nicht. Eventuell könnten wir das hier sogar hier unten hin machen. Das heißt, wenn wir hier den Auseinanderdrücker machen, reicht das schon? Ich glaube nicht, weil hier oben das ganze Ding... Es wird wahrscheinlich jetzt noch schneller nach innen fallen, weil hier mehr Gewicht jetzt ist. Genau.
Dann machen wir es folgendermaßen. Wir bewegen dich hier weiter nach unten. Lösen dich, du bleibst nur zwei. Und setzen die Verbindung flacher an. Willst du das jetzt? Komm schon, ich war so nah dran. Gefühlt. Jetzt bin ich nur nicht in der Lage, den Abstand hier zu wahren. Den Punkt gerade weit genug runter gemacht. Problem ist nur, es kippt immer noch nach innen. Das heißt, ich den Punkt weiter nach unten mache. Sollte es besser sein. Gerade so. So, wir löschen dich. Löschen dich. Löschen dich. Kopieren dich komplett hier rein. Und versuchen es jetzt nochmal. Problem ist, es darf nicht zu weit nach rechts gehen. Das sieht besser aus. Oder? Oh, komm schon. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu störend ist. Jetzt haben wir nämlich hier ein bisschen nach links gezogen und dadurch hoffe ich, dass er draufkommt, wie er soll. Ich musste halt nach oben gehen wegen der Wand oder wegen dem Boden, aber das sollte jetzt besser sein. Sicherlich nicht ganz so, wie von Sebastian gedacht. Ganz offensichtlich nicht so, wie von Sebastian gedacht, denke ich. Da kommst du nicht mehr hoch, oder? Doch, mit ein bisschen Kampf. Vielleicht. Nee, das schaffst du nicht. Oh. Komm schon jetzt. Wir sind im Budget, es darf nur nichts brechen. Du bist doch ein Drecksack. Du bist doch ein Drecksack-Level, ey. So, ich bin gespannt, wie gleich die Lösungen der anderen aussahen. Wie immer guckt man es natürlich nochmal an, was dann eben in der... in der... Wie heißt das gleich? Galerie zu sehen ist. So. Jetzt nur noch rüberfahren, hochziehen, ihn rüberfahren lassen. Und dann bin ich gespannt, was andere gemacht haben. Na also, es geht doch. Es geht doch. Hat ein bisschen länger gedauert als gehofft. Schönes Level. Eindeutig schönere Lösungen bei den anderen. Wir haben Things ganz kurz gesehen. Wir gucken aber jetzt nochmal rein. Was denn da Großartiges gemacht wurde. So, günstigste Variante 39.000 von Sebastian Gelbach himself. Er hat einfach da einen... Ja, das macht Sinn. Wieso kam ich nicht darauf? Einfach einen Bogen ziehen, das haben die meisten gemacht. RCO ebenfalls, einfach nur einen Bogen und dann in der Mitte hochziehen lassen. Ich fühle mich wieder dumm, wenn ich sowas sehe. Pufax natürlich auch in diesem Moment drin. Aber ich glaube... Nein, ich war bei 70.000, nevermind. Okay, Pufax, die Runde geht auch an dich. 2 zu 1 für dich oder 3 zu 1, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir Nifty. Er hat ähnlich gemacht wie ich.
einfach hochgezogen, aber hier hat die Verbindung in der Mitte gemacht. Und dann haben wir noch XD-Cop. Der hat was ganz anderes gemacht, oder? Wow. Das ist cool. Also, eindeutiger B-Notensieger ist XD-Cop. Ansonsten Glückwunsch an alle. Vielen Dank für die Level, wie immer. Und in der Videobeschreibung findet ihr alle Level, die ich gespielt habe und deren IDs. Bis dahin euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.